Wir sind wieder zurück bei Bläh. Haben wir noch gar nicht verwendet diesmal, ne? Schon Bläh dran. Bläh. Ja, und wir machen heute mit Embor. Embor. Quatsch. Bin sehr gespannt. Embor. Achso, hier war nichts mehr, ne? Embor. Üblicher. Nö, da ist noch ein Lock, aber ich würde sagen, erstmal mit Embor quatschen und dann das Lock. Embor. Finde ich gut. Embor. Embor, kommst du? Embor, rede mit mir. So, ich guck aber traurig. Achso, fang. Ich öffne hier. Geld. Hier. Ich bin nicht zum Kämpfen hier. Ausnahmsweise. Timothy braucht deine Hilfe. Ist das so? Der arme Timothy wird von den schönen Dämonen verzehrt. Ein Gefangener einer Maske. Ich habe versucht, ihm zu helfen, die Vergangenheit zu vergessen. Aber wie soll das gehen mit diesem Gesicht? Ein Knochenberg ist zu hoch für mich. Timothy. Geil. Er war wie besessen davon, in diesen Turm von Handsome Jack zu gelangen. Als er aufbrach, hatte ich schon Sorge, dass er das ganz allein versucht. Aber jetzt bist du ja da. Er hat dir wohl gesagt, dass ich vielleicht mit meinen feurigen Künsten helfe. Ja. Also, wirst du uns helfen, feurige Göttin? Tja, vielleicht kann ich helfen. Aber nicht ohne meine Werkzeuge. Sie waren auf meinem Schiff und das ist weg. Das war Pretty Boy. Als Entschädigung dafür, dass Timothy nicht ausgeliefert wurde. Wenn du mein Werkzeug holst, bin ich mit Feuer und Flamme dabei. Erst musst du mein Schiff finden. Ja, guter Schiff finden. Schiff. Schiff. Hat die zwei verschiedene Schuhe an? Ach, oh, die hat ein Elektrobein. Alles klar. Hahaha, Elektrobein. Cool. Cool. Tori, was ist mit dir? Warte. Hä? So, genug jetzt. Komm. Gut. Frank, was ist los? Hä? Oh Mann, du bist so doof. Boah, die Musik ist cool. Hoffentlich wurde es nicht zerstört. Femme Brûlée? Steel Dungeon. Klingt wie eine Nachspeise. Oh, Steel Dungeon, jetzt. Ich hoffe, die Show gefällt euch. Und jetzt kommen wir zu euch. Ich brauche einen Freiwilligen. Ja. Mal sehen. Du da, der hübsche Mann. Welche Show? Hi, Kleiner. Dir auch ein herzliches Hi, Kleiner, Jacques. Hä? Ich heiße Jack. Natürlich. Du bist ein vielbeschäftigter Mann, Jack. Was verschafft mir die Ehre? Lustige Geschichte. Du hast neulich einen meiner Kollegen in Flammen aufgehen lassen. Ich will mir deine letzte Show ansehen. Jack, ich erinnere mich an deinen Freund. Er war begierig darauf, dabei zu sein. Ich sage es meinem Publikum jedes Mal. Wer mir zu nahe kommt, verbrennt sich. Oh, die hat echt Feuer. Okay, Cremetörtchen, weiter mit der Show. Hoffentlich ist sie gut, sonst werde ich deine hübsche kleine Flamme auspusten. Die Itze macht mir nichts aus, Jack. Ich sage immer, das Leben ist aufregender, wenn Feuer im Spiel ist. Dann sag doch, dass ihr den Lock abhört. Ich dachte, die redet gerade. Ich hab's doch gesagt. Ich höre dir gar nicht zu. Du musst es deutlicher betonen. Oh, da hinten ist noch eine Aufgabe. Was? Oh nein. Was? Das gelbe Ausrufezeichen. Ja, ja. Ach so, da hinten ist eine Aufgabe. Ach so. Ich bin auf der Hecke. Oh. Was? Frank, kommst du mal kurz? Ja, warte. Sitzt da ein Mann an der Bar? Ja. Ja, den habe ich vorhin schon gesehen. Warte, ich komme zu euch. Ist das Funk? Klamottentechnik, ich glaub's ja, ey. Der alte Zuhälter. Schnaps. Ich brauche Schnaps. Schnaps für einen Song. Ha 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 ha!
Danke, 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 danke. Ich muss wieder in die Spur kommen. Ein besoffener Musiker, der eine Erfrischung braucht. Klar, wieso? Bist du echt oder ein Dämon? Was soll's? Hau mir einfach eine runter, ja? Ich bin benebelt. Total dicht. Also nur zu. Meinst du das ernst? Du hast keine Ahnung, wie hart ich zuschlagen kann. Echt jetzt? Ich weiß nicht, wie man nicht hart zuschlägt. Oh, yeah! Das ist das Richtige! Geil. Der Nebel lichtet sich, aber es ist nur ein Anfang. Ich brauche einen Muntermacher, der den alten Digby wieder auf Tempo bringt. Du weißt doch bestimmt, wie man einen Junpei Jumpstarter macht, oder? Wir müssen improvisieren. Was Starkes, was Lebendiges. Und etwas Limette sollte den Nebel vertreiben. Oh Gott. Der hat auch ein bisschen was von Cyberpunk, oder? Mein Kopf! Was zur Hölle ist gestern Nacht passiert? Muss ja ordentlich abgegangen sein. Ich erinnere mich noch, wie Crab der Bastard lacht und ein Pantomime über mir steht und grinst wie der stille Teufel höchstpersönlich. Ich bin der verdammte Digby Vermut, klar? Gib mir den Scheißschnaps, du Vagabund! Das tut mir leid. Na gut. Mann, 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 Mann. Der hat aber gut gelitten. Oh, hier gibt's. Nur Süchtige hier, ne? Casino-süchtig, nicht alkoholsüchtig. Mhm. Unglaublich. Es ist Zeit zu gehen. Vielleicht. Frank, kannst du mal zweimal in den Lakai schießen, damit er tot ist? Ja. So. Danke. Bitte. Oh, 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 das ist der nächste. Oh, Alter, Alter, die Stümper machen aber Damage. Aber er ist tot gleich. Damage. Nicht der mit, Bruder! La 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 la. Richtig schön auf ihr damit. Das war angenehm. Das war's, wa? Far verdünner. Der müsste hier liegen. Unten, ne? Hier ist er. Da liegt er. Das wird den Nebel vertreiben. Damit kommt wieder Schwung in Digbys Schritt. Hm? Was? Ich weiß ja nicht, wo der es hinschmiert. Naja. Ja, wahrscheinlich. Und Ratch-Eier? Ach Gott, er ist wieder gegen kleine Ratch. Achso, und jetzt hier auf der anderen Seite? Naja, wie immer. Von A nach B. Oder wie kommen wir denn da, wie kommen wir denn da hin? Immer Funk nach, Erik. Ja, der hat's natürlich schon dreimal durchgespielt. Ja, ja, genau. Da, wo wir das Easter Egg hatten. Das ist das Ratch-Eye. Achso. Ich bin schon da. Dann ist das gar kein Easter Egg. Hab's. Cool. Ich kann ihn schon fast schmecken. Noch etwas Limette und wir haben es. Eine Limette, sagst du, ja? Eine. Aber er will auch wirklich nur eine. Ein Limettchen. Wie, wir finden. Dass sie ihre faulen Ärsche nicht mal selber bewegen, ne? Sehe ich genauso. Besorg mal dies, besorg mal das. Okay, ja, genau, immer. Baby, nicht cool. Nachlassen. Der Nebel muss weg. Das schaffen wir schon. Oh, außer ich sterbe, wenn ich den Junpei trinke. Soll schon passiert sein. Den so. Will er wirklich trinken? Okay, okay. Munition. Hey, Tobi. Hey, Reh. Tobi verkauft gerade. Ja. Mach da. Also noch mal kurz warten. Schkumm, schkumm. Ah, so, Tobi, Tobi, komm, Tobi. Tobi, kommst du bitte? Ich hätte gerne eine Facecam zu dem Gesicht. Der Mix
in den Mixer. Mach mal, Tobi. Mach den Mixer. Mach den Frub. Komm, den Frub-Mixer, man. Und jetzt bam. Und noch mehr bam. Geil. Nice. Limettchen rein. Okay, rein da. Lecker. Hier. Bitte. Lauf mit dem Tempo und fest auf die Snare. Jetzt räumt Dick B wieder ab. Ruhig bleiben, Dick B. Ruhig bleiben. What? Hä? Was? Oh Mist! Gut. Ich habe Digby Vermouth umgebracht. Was? Ah. Was passiert? Gott verdammt! Ah. Ich bin Digby Vermouth, Baby! Wieder in der Spur und das dank dir! Du bist ein virtuoses Instrument und hast den Nebel vertrieben! Echt stark abgemixt! So sieht's aus! Oh komm Gott. Mal näher, Maestro. Meine Augen müssen sich noch ans Licht gewöhnen. Was ein Glück, dass du aufgekreuzt bist. Du hast einen echt guten Vibe. Naja, danke. Irgendwie unberechenbar. Wie mein Rap. Wir sollten mal zusammen jammen. Nein. Was meinst du, Maestro? Fang bitte. Ich kann noch mal rappen. So, nächste Quest. Nächste. Digby ist wieder da und ganz wild darauf zu spielen, aber was soll ein Jazzer? Der Junpei Jumpstarter ist ein Anfang, Maestro. Aber jetzt jucken mir die Finger und Digbys Lippen müssen ein paar Tracks schmecken. Mein Saxophon Delilah und ich spielen in dieser Galaxis hier schon sweete Songs, seit Digby noch klitzeklein war. Aber sie ist weg. Ohne meine Delilah kann ich keine Musik machen. Hilf mir, sie zu finden. Das Einzige, woran ich mich erinnere, bevor ich weggedämmert bin, ist mein Kumpel Crab, der Bastard. Eine Rauchwolke und schlampige Tanzmusik. Ich denke da ans Vergnügungsviertel. Eine Schande, das mit dem Casino. Eine Zeit lang war es echt heiß. Mein Agent hat mir hier einen dreiwöchigen Gig auf dem Weg zum Käsemann Sonnenfest auf Junpei 7 klargemacht. Vor der letzten Show hat dann aber ein Kammerjäger Handsome Jacks letzten Vorhang fallen lassen. Und dann wurde es mein fester Wohnsitz. Aber ich beschwere mich nicht. Man kann auch in der Toilettenkabine Musik machen, wenn man gut ist. Und das habe ich, weil ich es bin. Das Album hieß Liebe zwischen den Schüsseln. Dieses Casino hat schon einen krassen Vibe. Meinen ersten Song nach der Abriegelung habe ich im Dunkeln produziert. Riegel der Liebe. Einmal kamen Plünderer ins Studio, aber sie haben einfach die Waffen runtergenommen und zugehört. Am Ende vom Song waren alle splitternackt und haben sich geliebt. Okay. Geil. Nein. Musik ist magisch. Machen wir das auch am Ende von der Aufnahme? Ja. Gut, davon gehe ich aus. Oh, lohnt sich ja doch hier zu bleiben. Ach so. Hier runter. Der Informationskiosk. Ach so. La Femme Brûlée befindet sich auf dem Abschleppplatz. Dort melden, um Gebühr zu zahlen. Ach so. Der Abschleppplatz? Oh. Merde. Na, wenigstens kann man es noch retten. Der Abschleppplatz ist ein gefährlicher Ort, Cherie. Aber was wären unsere Reisen, wenn wir immer nur dort blieben, wo es sicher ist? Richtig. Man kommt ein bisschen durcheinander bei den Quests irgendwie, ne? Wenn er plötzlich wieder die andere wenn er Quest anzeigt mittendrin. So, jetzt nimm dir ein Ticket. Da. Aber ist das die richtige Quest? Das ist die Hauptquest. Das ist jetzt nicht... Genau, aber wollten wir Digby nicht machen? Ja, wir können auch Digby, also ja, klar. Lass mal lieber erstmal Digby machen, oder? Wollen wir erstmal Digby machen? Alle klar. Erstmal Digby machen. Da müssen wir zurücklaufen, alle klar. Gut. Einmal da, wo wir herkommen. Velvet Choufflé, Velvet Choufflé. Müssen wir genau wieder fahren. Vergesst nicht, Geld auszugeben. Ich mag das irgendwie mit dem Rumzoomen hier, mit diesem Schiff. Na, ist, glaube ich, so ein bisschen wie der Fahrstuhl aus Mars Effect. Mhm. Im Laden des Gebietes.
Da gab's doch mal so ein N64-Game, was so aussah. Voll cool. Meinst du? Nee. Ganz bekanntes. So ein Racing-Game. F-Zero X? Ja, genau. F-Zero war das. Oh, wir sind alle wieder da unten. Gegner! Alles klar, Tobi, wir warten einfach eine Minute und lassen den Funk alles machen. Ja, ach, würde ich auch. Siehst du, ich bin tot. Funk? Wie schlecht der ist. So, das ist natürlich schon dramatisch kacke. Gott sei Dank hat er keinen YouTube-Channel. Oh! Tot. Was passiert hier? Okay, meine Granaten haben gar keine Zeit zu explodieren. Alter! Das ist halt, wenn man das richtige Element gegen die richtigen Gegner benutzt. Das tue ich auch, aber es dauert 1000 Jahre im Vergleich. Ja, man muss auch treffen. In your face. Warum geht's hier? Das ist Crackpad, aber bei mir geht er nicht dran. Klingel mal durch. Was machst du da, Erik? Ich bin gesprungen. Ich war gerade oben bei der Statue, aber da war irgendwie nichts. Vielleicht kannst du da nur gut in den Schritt gucken. Ja, das konnte ich tatsächlich. War aber nicht sehr beeindruckend. Hier ist Krat. Wollen wir zu Krat? Warte. Oh, da steht Pizza und ich habe voll Hunger. So. Klingel übrig. Warte, ich warte auf Tobi. Oh, warte, hier ist noch eine Kiste. Moment. Ach, komm. Bist du da? Rock Bottom. Ja, los geht's. Jetzt geht's richtig ab. Ding Dong. Rock Bottom. Am besten du. Achso. Ich suche Delilah. Hast du sie gesehen? Dix, du bist noch nicht tot? Fantastisch, Mann. Ich bin noch ganz benebelt von gestern, aber ich glaube, du hast sie so einem Schweigetyp ausgeliehen. Ein Schweigetyp, was? Tausend Dank, Baby. Was? Kein Ding, Dix, Baby. Baby. Schweigetypen. Crad meint Pantomimen. Ah. Sie hängen ab und zu an der Straßenbahnhaltestelle rum. Ich frage mich, welcher Geist mich dazu gebracht hat, ihnen Delilah zu geben. Delilah ist kein gewöhnliches Saxophon, Maestro. Maßgefertigt. Positronischer, goldveredelter Überzug. Superluminaler Lack. Null Gewicht Tragegurt. Ich habe das Blatt 7 Jahre nicht gewechselt. Ich hoffe, es geht dir gut. Müsste das nicht stinken langsam? Ja, dachte ich mir auch gerade. Das muss doch ziemlich todesmüffeln. Jetzt müssen wir wieder zurück. Genau. Wieder zurück? Ja, wieder mit der Bahn. Ich kann leider nur einzeln immer fahren. Tobi muss dann warten. Alles gut. Tut mir leid. Wir wollen ja nicht crashen miteinander, ne? Na, ich hätte schon gern Crash mit dir. Sex. Was? Vergnügungsviertel. Ja. Creme auf das, was euch da unten juckt. Was? Sayonara, Baby. Willkommen im Vergnügungsviertel, wo ihr die umwerfendsten Attraktionen im Universum seht. Ja. Oh, ein Gegner. Schön. Wo ist denn den aufgegabelt? Oh.
Ja, schön. Was ist das hier? Dankeschön. Da ist der Schweigetyp. Sieh mal, ob er was ausspuckt. Ich hab mich schon gefragt, Pantomime? Das ist ein Pantomime? Ja, das ist, ja. Ach, schade. Ja. Ich hätte mit echten Pantomime, naja. Ich bin auf der Suche nach Digbys Saxophon. Wo ist es? Wie seltsam. Sind deine Stimmprozessoren defekt? Ich glaube, er will etwas Geld, Maestro. Ach komm. Na toll. Dein Schweigen zeugt von Disziplin. Ich respektiere das. So läuft das schon besser. Er will dir etwas sagen. Versuch in seiner Sprache mit ihm zu reden, Maestro. Dein Körper ist ein Instrument, Maestro. Lass es einfach fliegen. Oh, verdammt. Das war echt überflüssig. Ich kann nicht glauben, dass du das zu ihm gesagt hast. In was da? Ah. Oh. Achso, ist ein Gegner. Ah, alles klar. Finde Bloody G. Ich hoffe, wir müssen nicht wieder zurückfahren. Nein, müssen wir nicht. Ich habe gerade nachgeguckt. Das war auch meine Vermutung, aber Glück gehabt. Puh. Es ist knapp da. Aber wir müssen nicht ganz. Okay, Gott sei Dank. Bring Bloody G das Flöten bei. Was? Hey, Bloody G, hey. Jo, wunderbar. Ciao. Hol dir die Leila. Keine Sorge mit dem Blut. Sie kennt das schon. Geil. Wie sie, bei mir schwebt das Saxophon, wie geil. Ach da, ja. Ich nehme mal, ne? Ja, klar. Sehr schön. Komm zurück. Gut. Easy peasy. Ich verkaufe das Saxophon hier im Stand. Ja, das brauchen wir nicht mehr. Weg damit. So. Ach, der Funk hat wieder Spaß. Nee, wollte ich nicht, sorry. Ich hatte Spaß. Ich geh auch schon wieder zurück, sorry. Wo seid ihr? Wir machen gerade mit beim Spaß. Ah, okay, sorry. Oh, war keine gute Idee. Alter, ich krieg dich wirklich auf die Fresse. Oh, Erik, hi. Hallo, du auch? Ja, ja. Boah, ich bin gleich down. Also, ich bin gleich tot. Oh, Funk auch. Ja, aber ich oh, neue Stärke. Oh, und schon wieder down. Alter, das gibt's doch nicht. Oh, das ist doch ein Witz. Tobi, warum? Ich sterbe deinen Armen, Tobi. Ich sterbe deinen Armen. Keine Ahnung, was das ist. Besser als zu sterben. Aber ich krieg halt einen Schlag und bin sofort tot. Das ist keine Ahnung. Hast du kein Schild ausgerüstet, oder? Doch, doch, alles. Wie viel hat denn dein Schild? 6.000. Meins hat sogar 8.000. Und ich verreck da unten. Ja, ich verstehe auch nicht, warum. Frank? Ja, ich bin da. Wie viel hat dein Schild? 5030. Was? Der verarscht uns doch, der Funk. Nee, ich hab wirklich 5030. 50.030 wahrscheinlich. Nein. Wahrscheinlich ja, wahrscheinlich null nicht gesehen, ja. Ist halt kein Mathematiker. Mal sehen, was sie zu sagen hat. Oh yeah, jetzt. Eine Jam-Session. Oh nice. Das war ganz schön scheiße. Oh Mann, ja. Leila, was für ein Sound! Danke, dass du sie zurückgebracht hast, Maestro. Wie wär's?
Machen wir mal eine Platte? Mm-mm. Ich denke da an was ganz Großes. Feuer und Pforte. Quinten Mm-mm. und Chaos. Mm-mm. Oh ja. Yeah. Wir schreiben die Symphonie, die das Casino wieder auf Spur bringt. Mm-mm. Dick B. Vermouth und der Kammerjäger. Mm-mm. Musik in meinen Ohren. Mm-mm. Machen wir ein bisschen Musik. Er hat noch eine Quest. Quest. Okay, ich geb ganz kurz Skillpunkte aus. Quest. Junge. Quest. Da, als das Saxophon diese Düsen hatte, ne? Mhm. Habe ich mir echt gewünscht, dass er mit dem Düsen immer seine Fresse haut. was soll's. Dann wird er quasi zu Zahnfleischbluter, Murphy. Dick wird sein Sex und ist bereit loszulegen. Wird Zeit für einen Mitschnitt, Baby. Bist du bereit für ein Album? Nein. Foxy's Bar hat ein cooles Studio, aber der Weg dahin ist etwas steinig. Willst du vielleicht mein Roadie sein, Maestro? Nein. Bei mir bist du sicher, Digby. Meine Waffen gehören dir. Ohne Ausnahme. Oh. Okay, schon in Ordnung. Dann lass uns gehen. Kämpft er denn auch oder steht er dann nur rum? Wie der steht nur rum. Wie der läuft. Das sieht irgendwie süß aus. Was? Jetzt auf Arte. Aspekte. Ja, genau so. Und weiter wubbeln. Gesindel? Tot kann ich keine Musik machen. Welches denn? Andere Fans sind mir lieber. Was? Okay. Da wären wir. Zeit für ein Album. Schmeiß es an, Maestro. Schmeiß an die Kiste. Heißes Mike. Könnte aber heißer sein. Erstmal aufwärmen. Alter. Nicht schlecht, gar nicht schlecht. Oh, doch schlecht. Oh, meine Ohren, verdammt! Was ist das für eine Opa-Scheiße? Opa! Ja, Mann, danke. Zum Schweigen, okay, Maestro? Nee. Ich muss meine Finger aufwärmen. Hä, ist viel geiler. Was ist das für eine Opa-Scheiße? Ah, wie gut. Hey, was soll das? Lass den Scheiß! Hey, ich finde das voll cool. Das ist kein Metal! Das war's. Moschen wir hier alles zusammen. Ich okay. Ich hab hier was Scharfes am Kochen, Maestro. Verteidige mich, während mein Saxophon die Drecksarbeit macht. Chaos und Quinten. Porte und Feuer. Alles an Klatschen. Oh, hörst du das, Kammerjäger? Wir machen hier Sweet Music, Baby. Weiter so. Hä? Nicht sterben. Oh Gott, da kommen ganz viele. Uhu! Alter! Paddy! Geil! Boah, Kämpfung an Leben. Geil. Keine Munition mehr. Cool. Das hat mir gerade gefehlt. Nein! Geil, oh, wollte ich gerade wieder beleben. Stück. Ich war gerade zwei Gegner. Ich wünsche euch ja Beastmaster, denn ein Tier, das mich wiederbelebt. Oh, das klappt echt geil, ne? Oder? Mit dem Tier klappt, glaube ich, wirklich ganz geil. Ja, das klappt super. Moin. Es ist so geil, die Fähigkeit von dir.
Die ist sehr nützlich. Die ist purer Sex. Und noch ein Legendary. Ich hab drei. Alter. Ich geh auf jetzt. Oh, ich hab auch einen Legendary, aber leider Sniper. Oh, ich hab zweimal sogar dasselbe. Okay. Naja. So, warte, aber... Das boah, ist easy blast für mich. Ja, das ist... Ich hab hier eins fallen lassen, Tobi. Hier. Okay, willst du mal gucken? Willst du die vielleicht? Also alle Mann, nee, kannst du ruhig nehmen, alles gut. Okay. Billige Tipps. Okay, eine Pistole, eine schnelle. Und was ist mit dem billigen Tipp? Achso. Hab grad einen Skin gedroppt, falls jemand von euch den nicht hat. Oh, den hab ich in der Tat nicht. Du auch nicht, Tobi? Ich hab den nicht, aber nimm ihn ruhig. Ich hab meinen Skin erstmal, der ist ganz schön. Ich finde den gut. Sicher? Ja, nimm ihn ruhig. Okay. Eines Tages finde ich neue Granaten. Gut, ich nehme die neue Pistole. Tobi, du brennst. Ja, vor Leidenschaft. Ich auch. Oh, du bist so heiß, Tobi. Habe ich dich gerade berührt? Es tut mir leid. Also wenn ich störe, sag Bescheid, ne? Nee, störst. Ist gut, ey. Achso, okay. Nee, natürlich. Huch, hä? Warum scrollt denn hier? Mensch, Frank, wir brauchen noch jemanden, der das dann filmt. Ja, richtig. Moment, ich komm gleich. Instinktive Würm. Naja. Ich hätte hier Erik, wenn du willst. Ja. Was denn das? Also ich spruch die nicht. Hä? Ich komme früher von der Arbeit, was? Wenn die Gegner Schaden nehmen, können sie Casino-Chips fallen lassen. Die nehmen Waffenschaden für 12 Sekunden boosten. Ich glaube, die brauche ich aber auch nicht. Den Waffenschaden boosten, du. Ihr macht alle. Dachte, das wollt ihr, mehr Schaden. Ja, aber das ist ja 21% nur. Ja, 21% ist doch eine Menge. Naja, das kommt drauf an, bei der Waffe nicht. Die macht nicht so viel Schaden. Ja, aber dann macht sie 21% mehr weniger Schaden. Naja, ich nehme sie mit, weil sie legendär ist. Was ist das eigentlich da unten für ein rosaner Balken? Das ist eine Vagina, Tobi. Ah. Was? Nee, Frage ist schon beantwortet, danke. Männer sind so eklig, ja? Hä, wieso? Was ist denn daran eklig? Hä? Ach, ihr seid eklig. Was Männer ist denn daran eklig? Eklig. Das ist so ein ganz normales, menschliches eklig. Konstrukt. Nee, aber dieser rosane Balken unten über der Experience-Anzeige? Ja, das ist deine Wächtermarken. Also das ist deine Wächtererfahrung. Alles klar. Und das hast du über 200 Mal voll gemacht? Ich hatte jetzt einmal sogar ein Level-Up da drin. Ich habe 265, ja. Hast du gerade meine Waffe weggeworfen? Obwohl... Ja, der ist nicht mehr so gut, der Schild, leider. So. Ja, also entweder machen wir das jetzt diese Folge noch, oder wir sind schon bei 34 Minuten, ne? Ja, machen wir noch den Song, oder? Ja, den Song machen wir noch, oder? Der ist ja dann hoffentlich bald mal fertig, der Typ. Ja. Hier mit seinem geilen Mikrofon da oben. Let's go. Komm. Das ist eine künstlerische Kollaboration der Extraklasse. Ich nenne den Track Auf der Jagd nach der smoothen Kammer. Du kannst selbst ganz gut musizieren, Kammerjäger. Jeder hat seinen eigenen Song. Manche müssen ihn nur erst finden. Lass uns irgendwann mal wieder jammen. Mhm. Achso, ich dachte, wir hören den Song nicht. Okay. Dachte ich eigentlich auch. Okay. Oh, die Waffe sieht geil aus, schwarz-weiß. Okay, der Song ist gar nicht so kacke. Ja.
Hat irgendwas. Frank, du hast, glaube ich, eine Menge in Schaden noch investiert bei den Marken, ne? Bei den Wächtermarken. Warte, ich habe da Waffenschaden. Schusswaffenschaden ist 11%. Mach ich mehr. 11%? Echt? Ja. Okay, Geschwindigkeit kann ich bei mir gar nicht machen, glaube ich. Gesundheit? Nee. Okay. Oh, die Waffe ist schön, die es gab. Die ist es jetzt. Schwarz-Weiß. Okay, der Song ist trotzdem scheiße. Das klingt aber nach schönem. Also klingt schöner, als was er gespielt hat vorher. Das ist so Flöten-Dubstep irgendwie. Okay. Okay. Das ist geil. Ich möchte sofort in eine random Shisha-Bar gehen. Apfelgeschmack bitte. Doppelapfel. Gut, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ja, klingt nach dem Plan, ne? Klingt alles klar, ne? Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Dann nehmen wir uns ein Ticket. Und dann geht's weiter nach Hauptquest. Ja. Geil. Arr. Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Morgen. Ciao. Tschüss.